Eine Wolke im ZKM. Zum Auftakt der Globale bot sich dem Besucher eine ganz neue Erfahrung. Eine reale Wolke schwebte nicht nur im Raum, sondern bewegte sich durch die Lichthöfe des Museums. Und man konnte die Wolke sogar anfassen. Über die Wolkenrampe des japanischen Architekten Tetsu Kondo wanderte man nach oben durch eine dichte Nebelwand, um dann den Blick übers Wolkenmeer schweifen zu lassen. Die Ingenieure der Firma Transolar sorgten für die klimatischen Bedingungen. Im Erdgeschoss war es kühl, im ersten Stock warm und feucht und ganz oben brütend heiß. Es herrschten 40 Grad. Die Wolke schwebte dank der Luftschichten frei im Raum. Nachdem Wolken in der Kunst bislang nur dargestellt wurden, können sie von zeitgenössischen Künstlern und Ingenieuren hergestellt werden, aus Wasserdampf und Staubpartikeln, wie in der Natur. Dies führt vor Augen, dass der Mensch selbst die Natur erzeugen, steuern und kontrollieren kann. Wir sind nicht mehr von Natur umgeben, wir umgeben die Natur. Der Mensch wird zur dominanten Macht der Erde. Diese Macht birgt jedoch auch Gefahren. Wenn wir die menschengemachte Wolke sehen, staunen wir und vielleicht erahnen wir auch, wie sich massive Umwelteingriffe durch uns Menschen auf den Planeten auswirken.